Membranen können ihre vielfältigen Funktionen nur erfüllen, wenn sie flüssig sind. Man sagt auch, sie müssen sich in einem fluiden Zustand befinden. Eine Zelle achtet sorgsam darauf, dass ihre Membranen, wenn immer möglich, nicht fest werden. Denn nur im flüssigen Zustand können Prozesse wie Exozytose, Endozytose, Zelldifferenzierung und Zellteilung korrekt ablaufen. Zudem sind manche Enzyme integrale Membranproteine oder mit der Membran assoziiert, so wie hier. Bei ihnen kann sich die Membranfluidität auf die Reaktionsgeschwindigkeit auswirken. Und wenn alle diese Dinge nicht mehr richtig funktionieren, ist die Zelle in Gefahr. Doch was genau bedeutet bei einer Membran flüssig? Was ist die Fluidität? Und wie kann eine Zelle das beeinflussen? Dieses Gefäß ist mit Wasser gefüllt. Die Wassermoleküle können sich in allen drei Richtungen frei bewegen, nach oben und unten, nach links und rechts, sowie nach vorne und hinten. Deshalb ist Wasser flüssig. Jedes Molekül hat die größtmöglichen Freiheiten und kann seine Position in allen drei Dimensionen beliebig verändern. Somit ist Wasser eine dreidimensionale Flüssigkeit. Wenn wir im Alltag von Flüssigkeiten sprechen, meinen wir dreidimensionale Flüssigkeiten wie hier. Weitere Beispiele wären Öl oder reiner Alkohol. Auch hier können sich die beteiligten Moleküle in allen Richtungen frei bewegen. Die treibende Kraft für die Bewegung der Moleküle ist die Diffusion. Eine Membran hingegen ist auf eine etwas andere Art flüssig. Genau wie beim Wasser können sich die Membranlipidmoleküle gegeneinander verschieben und ihre Positionen wechseln. Allerdings haben sie weniger Freiheiten als die Wassermoleküle. In der Ebene können sie sich beliebig und frei bewegen. Wie Kugeln auf einem Tisch sind sie aber auch in dieser Ebene gefangen. Es ist für sie nicht möglich, die Ebene der Membran zu verlassen. Dieses Bewegungsmuster bezeichnet man als laterale Diffusion. Damit ist eine Membran eine zweidimensionale Flüssigkeit. Die laterale Diffusion ist erstaunlich schnell. Ein Membranlipid wechselt seine Position etwa 1 Million Mal pro Sekunde. Und weil das alle Moleküle tun, entsteht ein ziemliches Durcheinander. Die dritte Dimension hingegen steht den Molekülen nicht offen. Ein Flip-Flop oder Kopfstand findet nur alle paar Tage statt. Die transversale Diffusion ist so selten, dass wir sie vernachlässigen können. Vollkommen ausgeschlossen ist es, dass ein Molekül den Bilayer verlässt. Dieser Schritt findet nie statt. Eine Membran ist ein Flüssigkristall. Flüssig, weil laterale Bewegungen möglich sind. Kristallin, weil die Gefangenschaft der Moleküle in der Ebene eine geordnete, repetitive Struktur erzeugt. Das typische Merkmal eines Kristalls. Nur im flüssigen Zustand können Membranen alle ihre Funktionen vollumfänglich erfüllen. Wenn eine Membran erstarrt und sich verfestigt, nimmt ihre Funktionsfähigkeit ab. Im ungünstigsten Fall kann das für die Zelle tödlich enden. Um diesem Schicksal zu entgehen, stehen der Zelle zum Glück gleich mehrere Wege offen. Die Fluidität ist ein Maß dafür, wie flüssig oder fest eine Membran ist. Einen wesentlichen Einfluss hat die Temperatur. Bei höheren Temperaturen steigt die Fluidität und die Membran wird flüssiger. Genauso wie wenn man Butter in einer heißen Pfanne schmilzt. Bei tieferen Temperaturen nimmt die Fluidität ab und die Membran wird zunehmend fester. Butter aus dem Kühlschrank ist fest, aber noch streichfähig. Die gleiche Butter aus dem Tiefkühlfach hingegen ist hart und spröde. In diesem Bilayer befinden sich die hydrophilen Köpfe jeweils oben und unten bei den farbigen Atomen. Die lipophilen Fettsäuren sind die langen grauen Ketten dazwischen. Im flüssigen Zustand sind die Fettsäuren beweglich wie eine Schlange oder ein Stück Schnur. Sie zappeln ständig hin und her und es entsteht ein Gewirr, was in diesem Modell gut erkennbar ist. Das hält die einzelnen Moleküle in Bewegung und die Membran insgesamt flüssig. Wenn Sie diese Struktur und alle folgenden selbst im Browser untersuchen möchten, finden Sie die Links dazu unten in der Beschreibung des Videos.
In einer festgewordenen Membran, wie hier, bewegen sich die Fettsäuren nicht mehr. Sie sind jetzt starr wie ein Stück Draht. Auffällig ist die geordnete Packung der Fettsäuren. Diese Erkenntnis ist wichtig. Je leichter sich die Membranlipide so regelmäßig anordnen lassen, desto einfacher wird die Membran fest. Wenn die Zelle also ihre Membranen flüssig halten will, muss sie die geordnete Packung verhindern. Um das zu erreichen, wendet sie gleich drei verschiedene Tricks an. Ungesättigte Fettsäuren fördern die Fluidität einer Membran. Je höher ihr Anteil ist, desto länger bleibt die Membran auch bei sinkenden Temperaturen flüssig. Umgekehrt reduziert sich die Fluidität, wenn viele gesättigte Fettsäuren enthalten sind. Sie begünstigen den festen Zustand. Wieso das so ist, erklärt ihr Aufbau. Stearinsäure ist eine gesättigte Fettsäure. Die Kohlenwasserstoffkette ist über ihre ganze Länge hinweg beweglich wie ein Stück Schnur. Diese Flexibilität macht es einfacher, gesättigte Fettsäuren geordnet zu packen. Die Ölsäure verfügt über eine Cis-Doppelbindung. Sie ist eine einfach ungesättigte Fettsäure. Linol, Linolen und Arachidonsäure besitzen mehrere Cis-Doppelbindungen. Das macht sie zu mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Den Doppelbindungen ist gemeinsam, dass die Kohlenwasserstoffketten dadurch Knicke bekommen und an diesen Stellen weniger beweglich sind. Ihre Anpassungsfähigkeit wird kleiner. Die Fettsäuren lassen sich nicht mehr gleichmäßig ausrichten, denn ihre unregelmäßigen Formen stören eine geordnete Packung. Dadurch kann eine Membran nicht so leicht fest werden und bleibt eher flüssig. Für die Zelle hat das Vorteile. Indem sie das Verhältnis von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren exakt steuert, kann sie die Membranfluidität den jeweiligen Bedingungen anpassen. Die Länge der Fettsäuren ist die zweite Möglichkeit zur Steuerung der Membranfluidität. Kurze Fettsäuren steigern die Fluidität, längere Fettsäuren reduzieren sie. Die Fettsäuren in Membranen haben typischerweise eine Länge von 14 bis 24 Kohlenstoffatomen. Die Anzahl der C-Atome ist meist gerade, weil der Stoffwechsel Fettsäuren aus der C2-Einheit Acetyl-CoA synthetisiert. Diese Fettsäuren hier sind alle gesättigt. Die Lignocerin- und Behensäure reduzieren mit ihren langen Ketten die Fluidität und begünstigen eine Verfestigung der Membran. Palmitin- und Myristinsäure hingegen sind kurz und steigern die Fluidität besonders stark. Die dritte Möglichkeit zur Beeinflussung der Membranfluidität sind Sterole. Ihre Anwesenheit bewirkt, dass Membranen bei sinkenden Temperaturen länger flüssig bleiben. Ohne Sterole hingegen gehen sie schneller in den festen Zustand über. Der Membranausschnitt ist quadratisch und hat eine Kantenlänge von 10 Nanometer. Die rot-weißen Wassermoleküle unten und oben verdeutlichen, wo sich das umgebende Lösungsmittel befindet. In diesem Modell sind 70% der Membranlipide Phosphatidylcholin. Die verbleibenden 30% sind Cholesterol. Der Cholesterolanteil von 30% ist charakteristisch für eine menschliche Zellmembran. Blenden wir die Phosphatidylcholine aus, können wir besser erkennen, wie zahlreich die Cholesterinmoleküle sind. Sie sind weitgehend homogen zwischen den anderen Molekülen verteilt. Man könnte auch sagen, sie haben sich gut in der zweidimensionalen Flüssigkeit gelöst. Ihre durchsichtige Silhouette gibt an, wie viel Raum die Moleküle beanspruchen. Weil Sterole einen so bedeutenden Anteil an Membranen haben, beeinflussen sie ihre Fluidität in erheblicher Weise. Wiederum erklärt ihre chemische Struktur, wie sie das tun. Sterole finden sich bei Tieren, Pflanzen und Pilzen. Jede Gruppe besitzt jeweils für sie typische Sterole, die in anderen Gruppen fehlen. Tiere verfügen über Cholesterol, auch Cholesterin genannt. Die Phytosterole der Pflanzen umfassen mehrere Verbindungen. Hier sind mit Cytosterol und Stigmasterol lediglich zwei davon gezeigt. Für Pilze ist Ergosterol charakteristisch. Bei den Prokaryoten fehlen Sterole. Stattdessen besitzen sie Hopanoide. Sie erfüllen die gleichen Funktionen und sind analog aufgebaut wie die Sterole der Eukaryoten.
Der Vergleich zeigt, Sterole sind sich chemisch ausgesprochen ähnlich. Die wenigen Unterschiede sind grau hinterlegt. Wichtiger sind ihre Gemeinsamkeiten. Sterole besitzen einen kleinen hydrophilen Kopf in Form einer einfachen Alkoholgruppe. Der lipophile Teil besteht aus zwei Abschnitten. Das Ringsystem bildet eine Fläche und ist starr. Man kann sich das Ringsystem wie eine kleine Mauer oder ein kleines Brett vorstellen. Der leicht verzweigte Teil des Moleküls hingegen ist beweglich. Das Geheimnis der Sterole ist ihr starres Ringsystem. Es bewirkt zwei Dinge, die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen. Das starre Ringsystem ist unflexibel. Damit stört es die geordnete Packung der anderen Membranlipide und verhindert, dass sich die Membran bei sinkenden Temperaturen verfestigt. Über diesen Mechanismus fördern Sterole die Fluidität der Membran. Wenn das starre Ringsystem wie ein Brett zwischen den anderen Membranlipiden liegt, schränkt es die Bewegungsmöglichkeiten der flexiblen Fettsäuren ein. Damit reduzieren Sterole die Fluidität der Membran. Das klingt unlogisch. Sterole sollen die Fluidität gleichzeitig erhöhen und vermindern. Wie kann das sein? Wir können das Rätsel lösen, wenn wir das Verhalten von Membranen am Übergang von fest zu flüssig genauer untersuchen. Auf der X-Achse ist die Temperatur aufgetragen. Auf der Y-Achse der Aggregatzustand der Membran. Unten ist sie fest und bildet ein Gel. Ein Gel ist ein starres System mit vernetzten Teilchen. Oben ist die Membran flüssig und bildet ein Sol. Ein Sol ist ein weiches System ohne Vernetzung der Teilchen. Von unten nach oben wird die Membran zunehmend flüssiger, ihre Fluidität steigt. In umgekehrter Richtung wird die Membran fester und ihre Fluidität nimmt ab. Dafür steigt die Viskosität. Der Schmelzpunkt gibt an, bei welcher Temperatur die Membran von einer Phase in die andere übergeht. Die blaue Linie zeigt das Verhalten einer Membran ohne Sterole. Bei steigender Temperatur bleibt sie sehr lange in einem festen Zustand. Am Schmelzpunkt ändern sich ihre Eigenschaften sprunghaft und sie wechselt in den flüssigen Zustand. Steigen die Temperaturen weiter, hat das keinen Einfluss mehr auf ihre Fluidität. Vereinfacht gesagt, ohne Sterole gibt es nur die beiden Zustände fest und flüssig. Zwischenstufen fehlen. Die grüne Linie beschreibt das Verhalten einer Membran mit Sterolen. Zunächst fällt auf, dass die Kurve flacher verläuft. Wenn die Temperatur sinkt, reduzieren die Sterole die Fluidität etwas, ohne dass die Membran bereits vollständig fest würde. Ihr starres Ringsystem schränkt die Bewegungsfreiheit der flexiblen Fettsäuren zunehmend ein. Mit dieser Reduktion kann die Zelle jedoch gut leben. Unterhalb des Schmelzpunktes behindern die Sterole die geordnete Packung der anderen Membranlipide und halten dadurch die Membran in einem teilweise flüssigen Zustand. In diesem Moment leisten sie ihren wichtigsten Beitrag. Sie erweitern das Temperaturfenster und erhöhen damit die Überlebenschancen der Zelle. Sinkt die Temperatur weiter, können schließlich auch Sterole nichts mehr ausrichten und die Membran wird fest. Zusammenfassend lässt sich sagen, wenn es der Zelle behaglich warm ist, wirken sich Sterole kaum auf die Fluidität aus. Wird es jedoch kühler, gewinnen sie an Einfluss. Ihre volle Wirkung entfalten sie um den Schmelzpunkt herum. Unterhalb davon zögern sie das Festwerden der Membran heraus. Damit sind Sterole eine Art Lebensversicherung für kältere Zeiten.